Also alle Vorbereitungsmissionen sind gemacht. Ich kann den Finale des Gallo Berico Heist absolvieren. Vorbereitungsmissionen jetzt auch mit dem neuen DLC sind unverändert, noch genau gleich. Der Finale ist aber leicht anders. Der Finale ist anders. Die Guards werden sehr schnell alarmiert. Wenn sie eine Leiche finden, dann ist da Elite-Challenge vorbei, dann ist Alarm da. Um muss man da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Nein, also ich gehe zum Flughafen. Wer alles dort im Flughafen? Norddoktor. Dämpfer habe ich auch. Los geht's. Möglichst wenig Leute killen ist die Strategie. Was natürlich den Nachteil hat, dass man den Schlüssel für den Keller. Die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass man den erhält. Ist letztendlich dann ein Zeitproblem. Wir werden sehen. Gleich. Der ist nicht das Problem. Da werden wir sehen, ob das klappt. Er entdeckt wird von jemandem. Oder nicht? So, zuerst jetzt hier unten. Geht das Schloss nicht? Aus Zeitgründen sammle ich jetzt alles hier. Auf dieser Seite ist nicht optimal. Kokain hatte ich gar keins. Voll mit dem Loot. Aber ich denke, es klappt. Nicht mehr. Diese Kombination gerade die Tasche voll bekommt. Auch eine Voraussetzung für Elite, volle Taschen. Wunderbar, gerade aufgegangen. Wie gesagt, ist nur ein Zeitproblem. Denn sonst hätte ich dann noch auf die andere Seite vom Flughafen gemusst.
nicht fertig. Komm, steig ein. Und jetzt runter zu Compound. Zusatzbeute habe ich schon alles. Also hier außen ist jetzt alles wie bisher, nur dass ich das Gefühl hatte, ich habe viel weniger Beute, was mir jetzt als Single, als Solospieler angeboten wird. Das kann jetzt Zufall sein. Aber sonst ist jetzt bisher alles gleich. Was aber anders ist, ist in der Compound drin, sind die Guards viel, viel aufmerksamer, bemerken Leichen, was sie vorher nicht bemerkt haben. Vorher hatten sie nur, also vor dem DLC, hatten sie nur auf Schüsse reagiert. Für mich spannend, ob da meine Strategie aufgeht. Aussieht mit der Zeit. Wissen Orden, wenn ich natürlich da Schlüssel nicht finde, dann brauche ich mehr Zeit. Aber wenn ich da weniger schieße und einfach durchrenne, dann bin ich wiederum schneller an die. Ich sehe. So, jetzt bin ich mal hier drin. Tauchen. So, nochmals einen Schluck Wasser trinken. Und wir sind drin. Wie gesagt, Strategie ist möglichst mit wenigen Kills durch, weil jeder Kill hat das Risiko, dass dann die Leiche gefunden wird. Also den oben links da, den kill ich schon mal nicht, sondern den lasse ich jetzt stehen. Gewinne dadurch dann auch ein bisschen Zeit. Die Waffe nehme ich trotzdem in die Hand, damit ich da Stärker einen Handkantenschlag habe. So, der dreht sich weg, ich kann durch. Passt wunderbar. So, den hier oben kill ich. Da sollte niemand vorbeilaufen. Den unten lasse ich leben. Und den hier oben kill ich mit Handkantenschlag. Weil wenn ich den erschieße, reagiert der unten unter mir. Und jetzt habe ich genau den Nachteil, ich habe den Schlüssel nicht. Ich kann also nicht unten rein, wo ich nur einmal hacken müsste. Ich gehe hier oben rein, muss dreimal hacken. Aber sei es drum, will ja unentdeckt bleiben. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Jetzt habe ich sie. Viel zu lange Zeit verbraucht. You
Weiter habe ich jetzt noch einen. Und der dritte erledigt. Es ist eine Zeitfrage. Ich brauche dreimal so viel Zeit hier an dieser Stelle. Hier ist alles wie gehabt, hier unten. Weiter ein Problem. Im roten breit bleiben, dass ich da nicht auch noch Zeit verliere. Und jetzt raus. Das ist jetzt eben auch wieder oben durch raus. Was jetzt? Bis der durchläuft. Und geschafft. Ja, Zeit ist das große Thema. Aber so geht es relativ elegant. Es sind zwei Kills, die ich mache. Und bei den anderen laufe ich einfach durch. Und die zwei werden nicht entdeckt. Es wie der auf dem Flugfeld, da ist noch, auch noch mal einer. Und jetzt, Taschen sind ja schon voll. Kann ich da direkt raus? Wo muss ich hin? Da muss ich hin, einfach weg von der Insel Richtung dieses Skelett. Ja, und das wär's. So geht Solo. Und ich hoffe Elite. Ich denke, das war innerhalb von 15 Minuten. Taschen voll, nicht entdeckt. Wunderbar. Leider gibt es ja nur 50.000 extra, aber es ist halt 50.000 haben oder nicht haben, ist halt trotzdem ein gutes Thema. Rentiert sich. Schauen, welche Zeit ich habe. Vor dem Release hatte ich immer so ja, 10, 11 Minuten jetzt so in dieser Konstellation. 11:53, ja es hat schon, ist eine Minute länger, behaupte ich jetzt. Eine Minute länger, aber nicht viel, eben, ich habe 15 Minuten Zeit, alles besser. 1000 extra, Solo Elite Challenge, Gaio Perico, Kraft. Eben jetzt auch mit den Änderungen, mit dem erhöhten Schwierigkeitsgrad vom neuen DLC. Drug Wars. Haben die doch tatsächlich etwas an alten Inhalten auch noch geändert?
Eine positive Änderung ist übrigens, wenn man jetzt da im Final die Waffe mal in der Hand hält, behält man sie, also bleibt man bewaffnet, muss das nicht immer neu ausrüsten. Das ist was Positives, was dazugekommen ist. Und eben das andere ist eigentlich auch Positives, hat es erschwert halt. So ist es wiederum machbar, wenn man so verfährt wie ich. So, dann sage ich danke fürs Zusehen und ja, bis bald. Folgt mir.